Herzlich willkommen zur 7. Folge der Lütze Automation Videoblog. Thema heute: Single Pair Ethernet. Dabei geht es um mehr als nur um zwei Ader. Seitdem Lütze als Vorreiter in Sachen Single Pair Ethernet, kurz SPE, bereits seit 2019 die erste schleppkettenfähige Single Pair Ethernet-Leitung vorgestellt hat, hat sich einiges getan. Lütze ist zum Beispiel dem SPE Partner Network beigetreten, um sich mit weiteren Experten zusammenzuschließen und das Thema in der Öffentlichkeit voranzubringen. Doch zunächst mal der Reihe nach. Woher kommt eigentlich Single Pair Ethernet? Die Entwicklung des SPE-Protokolls kommt ursprünglich aus der Automobilindustrie und wurde aus Gründen der Gewicht, Platz und somit Kostenersparnis angestoßen. Die Industrie hat dabei aber noch zusätzliche Vorteile für sich entdeckt und SPE zu ihrem Thema gemacht. So fordert zum Beispiel der zunehmende Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad von Industrieanlagen eine schnelle und zukunftssichere Weiterentwicklung bestehender Internetlösungen. Aber was genau sind denn die Vorteile? Die SPE-Technologie ermöglicht eine durchgängige Verbindung von Sensor bis zu Cloud über ein verseiltes Aderpaar. Und das in praktisch jeder Umgebung, ob in der Fertigung, in der Logistik oder beispielsweise in der Gebäudeautomatisierung. Unter anderem können so auch Sensoren von Laptop aus konfiguriert werden und das von jedem Standort. Doch nun zu Lütze Superflex Single Pair Ethernet Leitung. Deren Downsizing-Vorteile liegen auf der Hand, denn dabei handelt es sich um mehr als nur um die Reduzierung auf zwei Ader. Einerseits verringert sich der Platzbedarf dank der reduzierten Konstruktion des Kabels um mehr als ein Viertel im Vergleich zu herkömmlichen vierpaarigen Datenleitungen. Somit können SPE-Kabel auch dort verlegt werden, wo wenig Bauraum zur Verfügung steht, wie zum Beispiel in einer Schleppkette, im Roboter oder im Schaltschrank. Bauteile können folglich auch kleiner ausgelegt werden. Zum anderen vereinfacht sich die Verkabelung und die Instandhaltung durch das geringere Gewicht im Vergleich zur klassischen Datenleitung. Aber das war noch nicht alles. Denn neben der Durchgängigkeit vom Sensor bis in die Cloud bietet die Lütze Superflex Single Pair Ethernet Leitung eine einfache Steuerung und viel Flexibilität. So können Sensoren unabhängig von deren geografischer Lage ferngesteuert werden und die Übertragung von 1 Gigabit in der Schleppkette ist bis zu 15 Meter möglich. Während die klassische Ethernet-Technologie für eine Übertragungslänge von bis zu 100 Meter spezifiziert ist, ist Single Pair Ethernet über eine Leitung zum Beispiel mit AWG22 für 40 Meter ausgelegt. Zukünftig werden in Verbindung mit einem Leiter AWG18 Übertragungslängen bis zu 1 Kilometer möglich sein. Gerade hier sehen wir für die Prozessindustrie, wo Ethernet-Technologien bisher kaum vertreten sind, ein sehr großes Potenzial. Ethernet ist außerdem mittlerweile zum wichtigsten Standard der Industrie gewachsen, ist zukunftssicher und wurde zur Schlüsseltechnologie für die Industrie 4.0 und das Industrial Ethernet of Things. Somit wird mit der SPE-Technologie die Smart Factory unterstützt. Beispielsweise erfordert Predictive Maintenance eine große Anzahl an zusätzlichen Sensoren, welche effizient angesprochen werden müssen. SPE bietet hier die Lösung dank einer Echtzeitdatenübertragung, also dem sogenannten Time-Sensitive Network, von bis zu 1 Gigabit. Weiter ermöglicht SPE mit Power over Data Line, kurz PODL, die parallele Energieversorgung von bis zu 50 Watt über einpaarige Ethernet-Kanäle. SPE gibt dem Anwender die Möglichkeit, Geräte und Anwendungen miniaturisiert zu planen. Somit sind moderne SPE-Leitungen und Steckverbinder sowie weitere Komponenten deutlich kleiner, leichter und einfacher zu installieren. Zusammengefasst heißt das: Single Pair Ethernet ist mehr als nur zwei Ader. Es geht um ein ganzes Ökosystem, eine Sprache, Gateways und Übersetzer werden somit überflüssig und die Einrichtung und Parametrierung wird viel einfacher. So,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Unsere Kontaktdaten für mehr Infos zu unserer SPE oder weitere Lütze Ethernet-Leitungen stehen in der Videobeschreibung gleich unten. Wer mehr zu konkreten Anwendungen der SPE-Leitungen wissen will, dem empfehle ich die nächste Folge Nummer 8 unseres Lütze Automation Videoblogs.